Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video geht es um zweierlei, nämlich einerseits um die Wiederholung der Anwendung des Produkt-Null-Satzes und andererseits wirst du in dem Video etwas kennenlernen, das super toll ist, nämlich wie man von der linken Seite auf die rechte Seite ganz schnell kommt. Nämlich, da brauchst du nur zwei Rechnungen zu machen, eine Zahl minus der anderen und eine Zahl mal der anderen. Genau. Erstes Beispiel, bestimme diese Lösungsmenge. Ja, wir werden das mal mit dem Produkt-Nullsatz machen, denn von dem Produkt-Nullsatz wissen wir, wenn dieses Produkt 0 ist, dann muss zumindest eines der Faktoren 0 sein. Also entweder x minus 2 0 sein oder x minus 5 0 sein. Damit haben wir auch schon die zwei Lösungen, nämlich x2 und x5. Wir können das Ganze natürlich auch mit der kleinen Lösungsformel machen. Bitte stoppe jetzt das Video und rechne das mit der kleinen Lösungsformel nach. Ja, nach der kleinen Lösungsformel, da brauchen wir eben zuerst das P und das Q. Das P ist minus 7, das Q ist plus 10. Wenn wir das Ganze in die kleine Lösungsformel einsetzen, haben wir minus P halbe plus minus die Wurzel aus P halbe zum Quadrat minus Q. Minus minus 7 halbe ist dasselbe wie plus 7 halbe, also 3,5. Plus minus die Wurzel aus minus 7 zum Quadrat ist dasselbe wie 7 zum Quadrat, also 49 Viertel. Minus 10, den Zehner wollen wir auf den gleichen Nenner bringen, erweitern es also mit 4, haben 40 durch 4. Also wir haben unter der Wurzel eigentlich stehen 9 Viertel. Und diese 9 Viertel, wenn wir daraus die Wurzel ziehen, haben wir eigentlich 3 halbe. Also haben wir 3,5 plus minus 1,5. Wenn es plus 1,5 ist, ist es 5. Wenn es minus 1,5 ist, ist es 2. Also wir kommen natürlich auf die gleichen Lösungen, aber du siehst, so ist es viel einfacher und viel schneller. Es hatte also auch einen Sinn, dass wir das mit dem Produkt-Nullsatz gelernt haben. Ja, die nächste Aufgabe lautet, welcher Zusammenhang besteht zwischen den Lösungen und den Koeffizienten? Während du überlegst, werde ich mal das da unten alles weglöschen. Genau. Die Vorgehensweise ist erstens Vermutung aufstellen, zweitens anhand eines Beispiels kontrollieren. Und falls notwendig, musst du dann die Vermutung ausbessern oder verbessern. Wenn du jetzt noch hinschreibst, viertens beweisen, dann hast du eigentlich eine Vorgehensweise, die du in fast jeder mathematischen Situation anwenden kannst. Gut, also wir haben die Lösungen 2 und 5 und wir wollen die Koeffizienten minus 7 und 10 irgendwie in einen Zusammenhang bringen mit diesen 2 und 5. Naja, 2 und 5 und 7, 2 plus 5 ist ja bekanntlich 7. Das Problem ist, es ist halt nicht minus 7. Trauriges Smiley. Aber minus 2 minus 5 ist ja 7. Und damit hätten wir eine, in dem Fall auch richtige Vermutung. Also minus erste Lösung, minus zweite Lösung würde zumindest in diesem Fall den ersten Koeffizienten ergeben und den zweiten Koeffizienten. Naja, wir hatten gerade die Strichrechnung. Was ist mit 2 mal 5? Yes! 2 mal 5 ist ja 10. Und damit haben wir bei diesem konkreten Beispiel einen Zusammenhang nachgewiesen. Und im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie die Verallgemeinerung geht. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.